Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch nochmal die drei verschiedenen Ansichten wiederholen, denn die sind wirklich wichtig. Ich habe hier ein Aufgabenblatt, das solltet ihr eigentlich im Unterricht schon bekommen haben und ich möchte es mit euch jetzt nochmal wiederholen. Falls ihr es noch nicht habt, schaut es das Video euch in Ruhe an und macht auf jeden Fall diese Übungen auch im Unterricht. Kommt auf mich zu, nehmt euch nochmal so ein Blatt und probiert das nochmal, denn das ist wirklich wichtig und die Grundlagen des technischen Zeichnens. Ich habe hier fünf verschiedene Bauteile aufgezeichnet, die ich jetzt markieren möchte, wo die Vorderansicht, die Seitenansicht und die Draufsicht ist. Ich starte mal oben links mit dem ersten Bild mit der Vorderansicht. Die Vorderansicht ist die Ansicht, die ich sehe, wenn ich frontal von vorne drauf schaue. In diesem Fall wäre es das hier. Vorderansicht, das, was ich von vorne sehen würde. Bei dem Bild rechts daneben hätte ich verschiedene Sachen, die ich sehen würde. Ich würde auf der einen Seite den großen Bereich hier sehen. Zusätzlich zu diesem Bereich aber auch noch dieses Feld. Für die anderen drei Stück überlegt ihr euch bitte selber, was für eine Ansicht ihr haben würdet. Ich zeichne das nachher auch noch auf und stelle es in das Video rein, damit ihr das kontrollieren könnt. Nun kommen wir aber erstmal zur Seitenansicht. Die Seitenansicht wird immer von links gezeichnet. Das heißt, ich nehme mein Werkstück und klappe es nach rechts rüber, so dass ich die linke Seite sehen kann. Bei meinem ersten Werkstück oben links würde ich folgende Flächen dann sehen. Diese beiden Flächen würde ich sehen, wenn ich von links drauf schaue. Bei dem Werkstück nebendran wären es ebenfalls zwei Flächen, die ich sehen würde. Auch das macht ihr bitte für die restlichen drei selber und überlegt euch, was würdet ihr von der Seitenansicht sehen. Nun fehlt uns noch die Draufsicht. Die werde ich grün zeichnen. Bei meinem linken sehe ich folgende Felder. Und bei dem nebendran diese Felder. Bei dem rechten Bild fehlt nun eins. Und zwar hier hinten ist ein ganz kleines Eck. Auch das würde ich sehen, wenn ich von oben drauf schaue. Wie weit das Feld nach hinten in die Breite geht, kann ich von dieser Ansicht nicht sehen. Aber ich weiß, dass hier auch noch ein Feld ist, das ich auch noch sehen müsste. Das darf nicht vergessen werden. Hier oben habt ihr die ersten beiden Beispiele jetzt gesehen. Macht nun bitte Pause, wenn ihr die noch nicht habt und das Blatt aber vor euch liegen habt und zeichnet bei den anderen auch noch ein. Sonst macht bitte Pause und überlegt euch, was würdet ihr blau als Vorderansicht, was rot als Seitenansicht und was grün als Draufsicht machen. Ich zeige euch gleich auch die richtigen Ergebnisse. So sollten eure Zeichnungen nun aussehen. Das sind die Felder, die wir haben. Von der einen Seite die Vorderansicht, also alles, was ich von vorne sehen kann. Die Seitenansicht von links und die Draufsicht von oben. Das sind unsere drei Ansichten, die ich mir immer überlegen muss, wo diese sind. Wenn ihr das geschafft habt, ist das sehr gut, dann habt ihr schon mal den ersten Schritt für das technische Zeichnen verstanden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.